Mit mehr als 2 Milliarden Tassen, die täglich weltweit getrunken werden, ist Kaffee ein großes Geschäft. In Dubai ist die Lust auf Spezialitäten so groß wie nie zuvor. Aber was macht eine wirklich gute Tasse Kaffee aus? Das will ich in der Raw Coffee Company in Dubais Industrieviertel Al-Khos herausfinden. Neben dem Kaffee mit eigener Rösterei, in dem über 200 Kaffeesorten angeboten werden, gibt es auch ein Barista-Ausbildungszentrum sowie ein Warenlager. Woher kommen all diese Bohnen? Sie kommen aus der ganzen Welt. Viele Sorten kommen aus Asien und Afrika, typischerweise aus Nord- und Ostafrika. Mittel- und Südamerika ist ein großer Markt. Das ist der Bohnengürtel zwischen den beiden Tropenzonen. Wir suchen nach Bohnen aus Höhengebieten, also nach Kaffeeplantagen, die 1000 Meter über dem Meeresspiegel liegen. Dort bekommt man die beste Qualität. Worauf achten Sie bei der Auswahl der Bohnen? Wenn wir das Herkunftsland besuchen, schauen wir uns als allererstes die Lebensbedingungen der Kinder an, ob sie gesund und glücklich sind oder nicht. Das ist immer ein Indikator dafür, dass der Kaffee fantastisch schmecken wird. Welche Kaffeesorten gibt es bei Ihnen? Es gibt 2 Hauptsorten. In der Welt der Kaffeespezialitäten bekommt man immer Arabica-Bohnen. Was man in Packungen kauft, das sind normalerweise Robusta-Bohnen. Wie verändert der Röstprozess den Geschmack der Bohnen? In jeder einzelnen Kaffeebohne steckt eine Vielzahl von Aromen. Der Röster legt diese Aromastoffe frei. Bei einer wirklich hohen Qualität verstärkt der Röster diese Aromen. Das ist wie bei einem Sternekoch, der eine perfekte Zutat noch besser in Szene setzt. Beim Rösten verwenden wir verschiedene Temperaturen zu bestimmten Röstzeiten. Auf diese Art und Weise verstärken wir bestimmte Aromen, betonen sie. Und wir unterdrücken unerwünschte Aromen. Wir sind beim Verkostungsprozess. Welche Aromaarten gibt es beim Kaffee? Oft findet man eine schokoladige Note, aber es gibt auch viele Fruchtaromen wie Erdbeere, Himbeere und andere Sommerfrüchte. Man findet vielleicht auch Aprikose, Pfirsich und Nektarine. Und dann schmeckt man auch Gewürze. Jedes Aroma, das man in der Küche findet, kann man auch im Kaffee wiederfinden. Wie testet man die Geschmacksaromen? Naja, also ich mache es folgendermaßen. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, macht aber Spaß. Ich nehme einen Löffel Kaffee, schlürfe ihn und spucke ihn aus. Fachmännisch. Darf ich auch mal? Auf jeden Fall. Ah, gar nicht schlecht. Röstereien wie die Raw Coffee Company beliefern Dubais Kaffees, die auf Qualität achten. Mokka 1450 treibt die 3. Kaffeewelle in Dubai voran. Zu den bekanntesten Kaffeesorten, die wir haben, gehört der Jamaica Blue Mountain Kaffee. Er wird schon seit mehreren hundert Jahren gehandelt. Er ist ziemlich berühmt, vor allem in Japan. Dort werden 80% der Produktion schon Jahre im Voraus aufgekauft. Bekannt ist auch die äthiopische Geisha-Sorte, die Mutterpflanze des berühmten Panama-Geisha-Kaffees. Die Varietät wird normalerweise auf Auktionen verkauft. Wie brüht man diese super teuren Kaffees am besten auf? Das ist eine Frage der persönlichen Vorliebe. Viele Leute bevorzugen die Chemex-Methode. Mit dieser Zubereitung bekommt man ein besonders klares Kaffeearoma. Ich bevorzuge die Siphon-Methode. Die Zubereitungsart ist spektakulärer und man bekommt ebenfalls einen ausgewogenen Kaffee. Jetzt probieren wir die Chemex-Methode mit dem äthiopischen Geisha. Beurteilen Sie zuerst das Aroma. Der Kaffee riecht sehr fruchtig. Ganz genau. Es ist fast wie bei einem Parfum. Und das ist der Unterschied zwischen Spezialitäten und Standardkaffee. Man kann tatsächlich die Aromen wahrnehmen. Es riecht nach echten Früchten. Manchmal riecht der Kaffee auch nach Schokolade. Es kommt auf das dominante Geschmacksprofil an. Er schmeckt anders als jeder andere Kaffee, den ich bisher getrunken habe. Der Kaffeeanbau begann im 15. Jahrhundert in Arabien. Kaffeetrinken ist nach wie vor ein fester Bestandteil der emiratischen Kultur und verbindet Dubais Vergangenheit mit einem milliardenschweren Geschäft der Zukunft.